Moin Freunde, verstümmeln kostet jetzt nicht mehr 60 Energie, sondern 40 Energie. Also eine massive Veränderung für Schurken. Krieger bekommen Nerfs und viele, viele Klassenanpassungen. Welche das sind, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir fangen an mit dem Druiden. Der bekommt auch massive Buffs. Wenn wir uns jetzt hier die Fähigkeit anschauen, Berserker, ist jetzt immun gegen Vieh-Effekte. Die Energiekosten sind reduziert und Zerfleischen trifft mehrere Ziele. Also ein deutlicher Buff dieser Fähigkeit. Erblühen bezieht sich jetzt auf alle Gruppenmitglieder und die Heilung der Fähigkeit wurde auch deutlich erhöht. Verjüngung kann jetzt auf Ziele angebracht werden, welche schon von Verjüngung von anderen Druiden betroffen sind. Das geht jetzt also mehrmals. Dann wurden noch die Energiekosten von Aufschlitzen und Zerfleischen von 20 auf 15 reduziert, also 5 weniger Energie. Und wohl die größte Änderung, Druiden werden jetzt endlich richtige Heiler. Sie erhalten eine Fähigkeit zum Wiederbeleben, welche jetzt auch außerhalb des Kampfes verwendet werden kann. Zuvor hatten sie ja nur einen Battle Reese und jetzt bekommen sie endlich die gewünschte Fähigkeit. Also ich finde es sehr, sehr geil. Schauen wir weiter zum Hunter. Und zwar, da gibt es einen Rebuff für die Rune Einsamer Wolf. Wo haben wir es denn jetzt? Hier ist es. Also der Schaden von Einsamer Wolf wird von 15 auf 30% erhöht. Das heißt, vor Phase 1 wurde das ja von 30 auf 15% reduziert. Und jetzt gehen sie wieder zurück auf 30%. Bei der Rune Flankenangriff wurden noch die Mana-Kosten reduziert. Alles andere sind schon bestehende Änderungen bei dem Jäger. Beim Raptorstoß gab es ja schon vor ein paar Tagen die Änderung. Die Fähigkeit hat jetzt keinen Cooldown mehr und kann jetzt immer verwendet werden. Blizzard will damit den Milispec für Hunter sozusagen möglich machen. Bei Magier gab es auch Änderungen. Hier werden die beiden Runen Regeneration geändert. Und zwar der Selfheal ist ja um 80% reduziert. Und damit sind jetzt alle arkanen Spells gemeint, also nicht nur arkane Explosion. Magier können ja, wie ihr wisst, eine Tonne von Kreaturen pullen ohne Probleme und auch sehr, sehr schnell töten. Und das auf Level 25. Blizzard will wohl mit diesen Änderungen es etwas erschweren für Magier, vor allem auch wegen den Dungeon-Boostern. Das finde ich auf jeden Fall richtig. Als Mage farmt man aktuell einfach viel zu schnell, von dem her meines Erachtens eine gute Änderung. Genauso die Rune Lebende Flamme. Hier wird der Tickwert von 1 Sekunde auf 2 Sekunden erhöht, um Boostern und Massenfarmern für Magier zu erschweren. Kommen wir zum Paladin. Die sind ja gestern schon durchgegangen, die Änderungen. Für alle Segen werden die Mana-Kosten reduziert und die Dauer um 100% erhöht. Das ist jetzt aber keine Rune, sondern stellt eine Verbesserung der Lebensqualität dar. Wir bekommen ja in Phase 2 neue Zauberbücher, die wir in Dungeons finden können, die dann unsere Lebensqualität als WoW Classic Spieler verbessern soll. Was das genau ist, erfahrt ihr dann in einem separaten Video. Wie gesagt, das ist keine Rune, sondern eine Lebensqualitätsmaßnahme. Priester erhalten ja mit Phase 2 deutliche Verbesserungen auch. Vor allem im PvP werden sie jetzt ein ernstzunehmender Gegner mit Dispersion und Schattengestalt. Hier gab es jetzt einige Änderungen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was jetzt hier bestehende Änderungen sind, aber ich weiß, dass die Mana-Kosten für Zauber in der Schattengestalt reduziert werden. Wie hoch der Prozentsatz ist, ist hier noch nicht klar. Also das wusste jetzt, das kam jetzt aus dem Data Mining noch nicht heraus. Aber es wird für Priester auf jeden Fall deutlich besser werden, was den Mana-Haushalt angeht. Kommen wir zum Schurken. Also Schurken bekommen wirklich eine massive Änderung. Also die Rune Verstümmeln wird wirklich derbst abgeändert und zwar von 60 Energie auf 40 Energie. Verstümmeln wurde aktuell in Phase 1 wirklich fast gar nicht verwendet. Die meisten Schurken haben Säbelschlitzer gespielt. Das war einfach die beste Rune für Schurken und Verstümmeln wird definitiv in Phase 2 sehr, sehr wichtig werden. Ich habe euch schon in einem anderen Video erwähnt, dass der Kampfbaum in Phase 2 sehr, sehr gut ausschaut und in Verbindung mit Verstümmeln, mit zwei Dolchen und der Dolch-Spezialisierung könnte der Rogue im Kampfbaum richtig eskalieren und ich werde auf jeden Fall den Kampfbaum testen und spielen und ich werde euch meine Erfahrungen auch teilen. Also das ist definitiv eine deutliche Verbesserung. Ich meine, Rogues sind eh schon gut, ja, aber die Rune Verstümmeln wurde eigentlich gar nicht verwendet, also sehr selten, sage ich mal, von Spielern. Von dem her ist die Änderung okay. Und ansonsten, die anderen Änderungen sind schon bekannt gewesen. Es war jetzt beim Rogue eigentlich nur die hier. Von dem her springen wir jetzt weiter zum Schamanen. Schamanen bekommen auch deutliche Verbesserungen bezüglich Mana-Zurückgewinnung. Zwei Fähigkeiten wurden jetzt abgeändert, also zwei neue Runen im Endeffekt. Da haben sie jetzt, hier zum Beispiel bei der, haben sie das so abgeändert, dass auch die Mana-Kosten reduziert werden. Das heißt, es ist nicht nur ein Free-Spell, den ihr bekommt, sondern auch, der kostet kein Mana. Das gleiche gilt hier. Ihr bekommt ihr 15% Mana zurück bei dieser Rune. Das ist auch ein Free-Cast, den ihr dann bekommt. Also hier machen sie auf jeden Fall was für den Mana-Haushalt für Schamane, was ich auch gut finde, definitiv. Und ansonsten hier, das meiste sind jetzt schon bestehende Änderungen. Hier wurde ein bisschen der Damage gebracht von dem Totem.
Und der Rest hier ist eigentlich alles schon bekannt. Ansonsten, Hexenmeister bekommen bei einer Rune auch, finde ich, schon eine massive Änderung. Das ist eine neue Rune, die die Hexenmeister bekommen. Das ist eine Gürtelrune. Zuvor war das so bei der Rune, wenn ihr die Dots erneuert, also unter 6 Sekunden, dann bekommt ihr einen Schaden, also dann bekommt das Ziel Schaden in Höhe einer Periode. Jetzt ist es so, dass das Ziel nicht den Schaden einer Periode bekommt, sondern der bereits abgelaufenen. Also das heißt, wenn das Ding 10 Sekunden lief, der Dot, dann bekommt es diesen Schaden, also von den 10 Sekunden, das abgelaufen ist. Also deutliche Verbesserung der Rune. Und ansonsten sind das hier Sachen, glaube ich, die schon bereits waren. Hier bekommt der Hexenmeister übrigens ein Portal. Da freut sich definitiv jeder Hexer. Das heißt, ihr müsst die Spieler jetzt nicht mehr einzeln porten, sondern ihr bekommt im Endeffekt ein Portal. Dann könnt ihr dann mehrere Gruppenmitglieder oder Raid-Mitglieder porten. Aber das stellt hier auch eine Lebensqualitätsmaßnahme dar. Das werde ich, wie gesagt, in einem separaten Video bearbeiten. Kommen wir zum Krieger. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, Krieger bekommen ja Nerfs und tiefe Wunden. Wird hier ein Nerf bekommen. Wie der genau ausschaut, wissen wir leider noch nicht. Dazu sind leider keine weiteren Informationen ersichtlich aus dem Data Mining. Aber sobald ich hier Informationen habe, werdet ihr die schnellstmöglich von mir bekommen. Ansonsten einen Nerf gibt es aber, der schon sicher ist. Und zwar, wo ist es? Hier ist es. Die Rune von Wutzerfresse wird abgeschwächt und zwar von 20 auf 10%. Bonus-Damage. In Phase 1 sind Krieger unangefochten auf den ersten Platz in Sachen DPS, das wissen wir alle. Mit Phase 2 bekommen Warriors aber bedeutende Fähigkeiten, welche ihn noch deutlich stärker aussehen lässt. Der Nerf ist definitiv verkraftbar und fällt aktuell noch sehr gering aus, muss man einfach sagen. Ansonsten wurden hier noch die Berufe abgeändert. Hier gibt es einen neuen Trank. Ich weiß nicht, was für ein Trank das ist. Wahrscheinlich ein Damage-Buff. Hier gibt es auch ein neues Material. Dumme Fallout, also wahrscheinlich können wir das da droppen. Aber hier gibt es eine große Änderung und zwar Dismantle wurde abgeändert. Hier war das ja vorher so, dass es 10 Schaden gemacht hat. Jetzt kann es 60 bis 90 Schaden machen. Also das ist schon eine extreme Änderung. Betrifft aber nur mechanische Kreaturen. Also definitiv was für Gnome-Regan. Das könnte dann die neue Meta-Verzauberung werden. Und es wird den Beruf Verzauberkunst definitiv attraktiver machen. So, wieder massive Änderungen, wie ihr seht. Ich habe ja schon gesagt, es kommen Änderungen, es werden noch weitere auch kommen. Hier auf dem Kanal werdet ihr auf jeden Fall alle erfahren, deswegen abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Ansonsten, das war's mit dieser Woche mit Videos. Ich glaube, das waren jetzt 7 Videos, das waren die meisten Videos, die ich gemacht habe. Es war echt viel zu tun, aber Phase 2 steht vor der Tür. Ich freue mich mega mäßig drauf. Ansonsten, Leute, genießt euer Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder.